Generationenspielplatz. Was ist denn da speziell dran? Also speziell an dem Generationenspielplatz ist das, was man jetzt hier sieht, dass eben ältere Menschen zusammen mit den Jungen, Grosseltern, mit den Kindern können unterwegs sind auf dem Spielplatz knifflige Sachen lösen miteinander und einfach miteinander Zeit verbringen. Okay, so Spielplätze hätten wir uns auch gewünscht. Ja, das ist wirklich ein Traum. Aber es ist nicht nur ein Traum für die Kinder, sondern wirklich auch für uns Erwachsene. Wie war das, der Ausflug hier am Generationenspielplatz? Ja, wunderbar. Schön, gell, wieder mal ein mit den Jungen zusammenzukommen. Ja, ja. Wie hat es Ihnen gefallen hier? Das, wunderbar. Hey, hey, ist das... Ist wunderschön. Hey, ist das eine Melzeri? Nein, von Gams. Ah, so. Jawohl. Also, Buchs ist schon ein bisschen schöner, gell? Ja. Kommt ganz drauf an. Aber jetzt mit dem Spielplatz speziell. Ist ganz herrlich. Ja, das ist ganz herrlich. Was hat euch vor allem gefallen? Ja, jetzt einmal der Spielplatz hier. Das ist ganz schön. Und auch der Kontakt mit den Jungen wieder einmal ein bisschen, gell? Selbst sowieso, ja. Selbst sowieso auch, wo man wieder dabei gehört. Ja, und jetzt das kurz ist... nach dem 11 Uhr geht es heim quasi zum Mittagessen, hä? Hoffen wir. Ja, was meinen die anderen da hinten? Hey, no. Was sagt ihr da? Gibt es Mittag? Ja, sicher. Sicher, sagt es. Also, mir denkt, es stehen noch ein bisschen viele Leute da, die kochen sollten. Hä, denkt mir jetzt. Was meinst du? Die warten schon alle auf den Mittag. Eben, gell? Ja. Das ist schon das Wichtigste. Du bist gefreut gewesen, jetzt so zum Mikro bei dem Generationenspielplatz? Ja, ist schön gewesen. Lässig? Ja. Habt ihr auch ein bisschen mitgespielt? Ja, wir haben auch mitgespielt. Also kannst du eigentlich überhaupt verlieren? Ja, kann ich schon. Wie war es für euch da? Jawohl. Schön gewesen. Schön gewesen? Ja, wunderbar. Mit jungen Frauen und noch jüngeren ein bisschen gespielt. Ja, genau. Und freut euch als Betreuerin auch mal etwas Spezielles, oder? Ja, auf jeden Fall. Elisabeth? Wir haben extra mitgemacht, weil es der Generationenspielplatz ist, der Jung und Alt miteinander verbindet. Und auch die Leute vom Altersheim, auch die können noch etwas und haben Freude an einem schönen Tag. Wie ist das jetzt als Vater, weißt, mit der Tochter daher zu gehen? Schön, schöner Moment. Macht Spass. Ich würde am liebsten selber mitspielen, amigs, ja. Ja, dann los! Ja. Kannst du ihn verlieren? Oder ist das Problem? Ich schäme mich doch amix. Aha. Da schlafst du es damit, gell? Das machst du nicht mehr weg bis morgen Morgen, oder? Ja, hoffentlich auch nicht. Eben, hä? Hast du schon Ältere gehabt, die sich da schminken lassen haben? Heute noch nicht. Nee. Aber würdest du auch, gell? Ja, gerne. Super. Was ist das? Kaffee. Ah, Kaffee. Hoi, hoi, hoi. Wahnsinn, ja. Hä? Da ja gehört sagen, sie noch Opfer gegessen, schwierig da drauf zu gehen. Probiert es jemand? Du kannst mir. Das weiss sicher nicht. Ja. Ja, jetzt ist ein Fotoapparat dran. Wer gut probiert? Probiert der Kleine an. Oh, Gott sei Dank. Wir haben die. Wir haben die. Da, die Kugel. Siehst du, da unten eine Kugel. Schau. Hier, da. Die muss man rumdrüllen, bis ins Ziel. Da musst du draufstehen, kannst du da mal heben. Genau. Hier heben. Aber es ist brutal schwer, hä? Mega schwierig. Ja, wahnsinnig. Kannst du es nicht? Wollen wir noch helfen? Ja. Jetzt schau mal. Endlich eine Frau, die sich traut. Die anderen haben sich nicht traut. Und jetzt, was musst du machen? Musst du das Gewicht verlagern? Gewicht verlagern, ja. Wo ist die Kugel? Wo ist sie? Ah, da, ich sehe sie. Genau, genau. Oh, hey, 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 du bist aber gut. Hast du das schon in der Kindheit ein bisschen geübt? Nein, ich habe das noch nie gesehen. Aber du bist echt, du bist ein Talent, hey! Ja. Du, gell, Mama ist hervorragend, hast du gesehen? Ja. Die macht das super, du. Ja. Gell, es macht irgendwie Spass, mit den Kindern so zu spielen. Ja, mega. So ein lässiger Spielplatz. Wenn du so lange darauf gewartet, genau, dass er endlich aufgeht. Und du? Macht es Spass, mit der Mama zu spielen? Ja. Super. Schau mal, wie sie die Kugel bewegt. Das ist unglaublich. Schau. Hey, hey, hey! Was hast du gesagt? Lang gewartet, bis es aufgeht? Ja. Da
Das ist ein bisschen Seltenheitswert hier in der Region, gell? So die Art von Spielplätzen. Gell? Genau. Und es ist wirklich für alle etwas dabei, es ist wirklich lässig. Ja, aber du bist irgendwie wirklich ein Talent. Du bist sehr sportlich, gell? Irgendwie. Ja, ich gebe mir Mühe. Ja. Jetzt klemmt sie aber. Ja, ja. Jetzt da muss man vielleicht dann noch arbeiten, habe ich das Gefühl. Ja, ja, also du machst alles, du gibst alles. Da entdeckt man gerade ein Stück die Kindheit wieder, gell? Ja, wirklich. Du stehst schon so voll begeistert da. Um was geht's da? Ja, da kann man die Kugel. Ah, musst auch eine Kugel bewegen. Das Kugelspiel, wo man die Kugel Wow. Jawohl. Gell, ist schon faszinierend. Da macht es einen richtig wieder an zum Spielen. Genau. Aber manchmal, wenn es ein bisschen klemmt und nicht so tut, hast du genug Geduld? Mal, eigentlich schon. Ja, probiere ich es, bis ich es habe. Genau. Gehst du schon mit den Kindern her? Ja, ich wohne gerade nebenzu. Ja. Und was sagen die Kinder dazu? Haben sie etwas gesagt? Also, zum Spielplatz? Ja, mal so. Ja. Die Tochter ist begeistert. Ja, ja. Super, hä? Jetzt hast du es, bravo! Jawohl. Fest! Jawohl! Ja, fest! Streng, gell? Ja, aber... Oi, da! Wow, jetzt hast du aber 30 Meter geschafft. Und um was geht es da? Also, wir müssen den auf den drüber bringen. Ja. Und da geht es rauf. Oh, raufstehen musst du auch noch? Ja. Oh, oh. Das kann man auch das zweite machen. Da steht der andere auf der anderen Seite. Ah, der andere auf der anderen Seite. Also könntest du es auch mit dem Papa zusammen machen oder mit der Mama, gell? Oder mit dem Freund. Dem Freund, genau. Genau. Super! Hast du schon ein Lieblingsspiel hier an diesem Spielplatz? Ja. Hast du schon ein Lieblingsspiel an diesem Spielplatz? Also, oder? Dort hinten spielen wir aber Fangis. Ah, so. Und dort gebe ich aber meistens an. Ah, so. Okay. Aber ist lässig, so ein Spielplatz? Ja. Ich gehe aber gerade auch nicht schon. Super! Meinst du, schaffen es da rein? Da meine ich ja, ich bin auch hingeswohl rausgefallen. Jetzt! Und? Relax, nicht schön, nicht? Und jetzt hin und her? Um was geht es da? Ums Ausruhen oder bis eine rauskippt? Keine Ahnung. Ja, eigentlich schon. Ausruhen? Hey, du als passionierter Surfer, ich weiss, ehrgeizig, sportlich. Warum bist du da? Ich bin da der nächste Nachbar, gerade über die Strasse. Und dann musst du natürlich auch ein bisschen zum Rechten schauen. Da. wir haben keine Freude, wie es gut besucht wird und ja, wie es ausgenutzt wird. Die haben das gut gemacht. Und was geht es hier eigentlich? Was müssen wir hier machen? Hier geht es darum, den neu installierten Hoplopago kennenzulernen und sich vertraut machen mit dem Abenteuer von Max und Lucy. Das sind die zwei Charaktere, die hier ganz viele Bewegungsspiele an den Stationen erleben. Also als Hoppla-Parkour, Hoppla-Fit? Ja, es wird schon sehr spannend. Dann, ein Hoppla-Fit, das lernen wir heute Nachmittag kennen. Das ist ein Angebot, wo wir Bewegungsspiel und Spass für alle Generationen haben. Ohne Gerät. Und das Spiel in der Parkour, das ist gekoppelt an die neuen Spiel- und Bewegungsgeräte, die von Kindern zusammen mit Erwachsenen können genutzt werden. Und dann konkret musst du was machen? Ja, möchtest du gerne mal ausprobieren? Kannst du gerne mal das Kärtchen nehmen und vorlesen, was draufsteht? Was erleben Sie dort? Probieren Sie Bewegungsaufgabe aus. Heul, genau. Nicht so, weißt du es schon? Du müsstest hergehen. Jetzt siehst du überall die Holznisse. Jetzt kannst du bei den Holznissen schauen, wo du das Abenteuer findest. Sollen wir zusammen schauen? Gehen wir mal. Hopp, jetzt geht es bei mir gleich auch noch los, Hoppla-Fit. Hallo? Jetzt ist aber schön Hoppla-Fit. Jetzt findest du irgendwo auf diesen Holznüssen das Bild. Siehst du? In diesen Nüssen. Ach so. Also es ist ein Bild drauf, gell? Ja,
kannst mal das Zeug rausziehen. Stimmt das überein? Hey! Und dein Bild mit dem? Nein. Wollen wir weiter? Hoppla. Du, ich habe das Gefühl, die führt dich da ein bisschen in der Irre rum. Ich habe das Gefühl, die führt dich einfach überall um den Rand. Hauptsache Bewegung. Glaube ich auch, gell? Ist das eine Organisation, gell, das Hoppla? Genau, das ist eine Stiftung, die sich Stiftung? Es bewegt das Miteinander von der Generationen. Ah, so, ja. Ja. So, nächstes Bild. Und, passt's? Ja. Ah! Oho, Volltreffer. Und jetzt, wenn es passt, was gewesen ist jetzt? Max und Lucy. Und dann geht es dann weiter? Also, da hat es jetzt Aufgaben drauf, nachher geht es weiter, oder wie ist denn das? Genau, da hat es jetzt eine Geschichte. An jeder Station erlebt Lucy und Max ein Abenteuer. Und nachher kann man die Karte umkehren und dann hat es ganz viele Bewegungsspiele für die einzelnen Geräte. Ja, ja. Zum Beispiel heisst es dann, was bin ich? Lucy hat Lust auf ein Rollenspiel. Wählt etwas aus und balanciert so über den Weg. Aha. Wie ein Auto, ein Insekt, ein Gespenst. Ja, ja, ja. Dass man möglichst viele Ideen mit auf den Weg geben, wie man die Stationen kann spielerisch erleben kann. Und so kommt jung bis alt mit Freude in Bewegung. Und man bewegt sich, macht etwas Gesundes, ohne dass man es gemerkt hat. Genau. Die Idee von all diesen Geräten ist, das ist eigentlich ein verstecktes Gleichgewichtstraining. Alle unsere Geräte fördern Kraft und Gleichgewicht, weil man weiss, dass das sowohl für das Kind als auch der ältere Mensch ganz wichtig ist, um eben im Alter möglichst lang mobil zu bleiben, auch im Sinne der Sturzprävention. Und bei den Kindern genau zum motorisches Geschick zu entwickeln und so eine positive kindliche Entwicklung sicherzustellen. Da weiss man, dass einfach das bewegt. Das ist noch relativ kompliziert, gell? Ich habe dich jetzt ein bisschen weggedreht. Du hast gesagt, eben, um eine positive kindliche Entwicklung feststellen. Weißt du, was ich festgestellt habe? Betreuerinnen, wenn ich frage, gehen auf, verschwinden alle. Wie was? Entschuldigung. Betreuerinnen, die verschwinden alle. Die drücken sich alle drum herum. Weißt du, komm, wir machen mal ein Experiment. Siehst du denn? Siehst du das mit dieser Kugel? Ist das auch von euch? Ja. Komm, wir machen das einmal. Gehen wir mal ich bin tiefer. Mal gespannt, wie du das machst. Wie das Gerät funktioniert? Ja, mit, ob du das hergehst oder ob du halt, das machst und so. Bis jetzt haben sich alle so etwas ziert, haben nicht wählen. Dann hatte ich aber eine Mama gehabt, weil das ist relativ kompliziert, gell? Ein gutes Beispiel voraus. Okay, gutes jetzt Beispiel voraus. Du auf die andere Seite, dann könnt ihr zwei gegen mich und das dürfen alle auch drauf kommen. Gott, jetzt geht's los. He? Jetzt haben wir dort eine Kugel gesehen. Das ist die Kugel, die wir ins Rollen bringen müssen. Ja, warte, ich muss lernen. Jetzt muss man das miteinander machen. He? Genau, da geht es darum, wir müssen miteinander, dass wir miteinander reden. Aha. Und gleichzeitig ist das auf einer Feder. Das heisst, wir trainieren die Kraft, Gleichgewicht, Geschicklichkeit. Also hat man so ein bisschen mehrere Fliegen auf einen Streich. Wow, du bist sicher Fitnesstrainerin, Lehrerin. Ich bin Bewegungswissenschaftlerin, das ist richtig, genau. Aber wenn etwas keinen Spass macht, dann bewegt man sich auch nicht. Darum probieren wir überall zu schauen, dass es eben vor allem Spass macht. Und ist das auch ein Trick, dass wenn etwas Spass macht, bewegt man sich auch eher? Das ist so. Schlussendlich, also ich habe schon ein bisschen das Gefühl, die Freude an etwas ist der Motor. Und solange etwas Freude macht, macht man es immer wieder und wieder. Und wenn, ja, genau. Wenn etwas keine Freude mehr macht, bewegt man sich nicht mehr. Und wenn sich der ältere Mensch nicht mehr bewegt, dann sind da Alterungsprozesse, die ganz schnell dazu führen, dass sie nicht mehr selbstständig aus dem Haus gehen können. Genau, genau. Und bei den Kindern genau das Gleiche. Wenn die Kinder nicht genug Bewegungsreiz haben, dann gibt es letztendlich Defizite in der Entwicklung. Und hey, macht Spass, frei! Ja, leg da den Schuhsport hin. Der Schuhsport ist auch super. Weißt du, jetzt, wenn ich dich so beobachte, weißt, Spiel ist ja das eine, aber so wie du es das kannst motivieren, das ist ja das andere. Gell? Also, das macht dir selber natürlich auch Spass. Genau, das ist so. Wir haben die Stiftung Hoppla jetzt eine neue Leiterausbildung entwickelt, zusammen mit der Grossen Institut der Schweiz und am Schweizerischen Turnverband. Und da probieren wir jetzt wirklich, Leute mit dieser Bewegungsfreude anzustecken, dass sie das dann auch weitergeben können. Das sind jetzt zum Teil die Leute, die im grünen T-Shirt rumlaufen, haben die Ausbildung bei uns gemacht, damit sie uns können helfen, die Schweiz anzustecken mit dem Hoppla-Fieber. Und du jetzt mal ganz ehrlich, was passiert jetzt, wenn jetzt Hoppla-Schweiz und all die grünen T-Shirts weg sind? Irgendwann ist die Bevölkerung so gut für die Idee sensibilisiert, dass sie es gar nicht mehr braucht. Aha, okay. Das ist die Idee, dass das ein Selbstläufer wird. Aber das braucht noch ein bisschen Zeit, da sind wir dran. Ja, das braucht ja alles ein bisschen Zeit. Ich meine, auch mit dieser Kugel. Wo ist sie überhaupt, die Kugel? Ich sehe sie im Moment nicht. Klemmt sie! Prosenektute ist auch da. Das ist gerade mal wichtig, im Alter Bewegungsfreude nicht aufzugeben und nicht zu vergessen, oder?
Ja, genau. Generationen sollen sich bewegen und gerade im Alter, wenn das Bindegewebe sich verkleppt oder die Kraft weniger wird oder wenn eben das Gleichgewicht nachlässt, dann ist es eben ganz wichtig, dass man sich bewegt auf dem Generationenspielplatz, wo die Geräte wackeln, wo man die Oberschenkelkraft braucht, wo man Wasser treten kann, wo man junge Leute beobachten kann oder miteinander etwas unternehmen kann. Es ist einfach wichtig, dass man sich bis ins hohe Alter bewegt. Das sagt mir ja immer wieder, gell? Und ich bin jetzt auch schon 66, aber ich ertappe mich selber dabei. Etwa mal, ja, liegt man gleich lieber im Kanapé drinnen und so weiter. Aber gell, wenn man es einmal zu lang verpasst hat, dann ist es wie irgendwie vorbei. Also man muss aufpassen, dass man immer dran bleibt. Das wird jetzt nicht genau so bestätigen, nach meiner Erfahrung. Aha, ist eben die Lust ist eben so entscheidend, dass man eine Gruppe vielleicht findet oder einfach Gleichgesinnte, mit denen man immer wieder geht. Jeder kennt das selber, die innere Motivation läuft manchmal ein bisschen nach. Aber wenn man eben regelmäßig sich mit anderen Leuten trifft, sich bewegt, vielleicht nachher auf einen Kaffee geht, das ist eben ganz wichtig und dafür steht auch Prosenik Tutte. Es ist nicht nur die Bewegung an sich, sondern auch das gute Miteinander, wo wichtig ist im Alter. Und das Miteinander natürlich, da müssen wir es klar sagen, das ist da natürlich möglich, gell? Mit dem Grosskind daher gehen, eben vielleicht mit der Tochter daher gehen, die eben schon ein Kind hat und so weiter. Da ist eigentlich so ziemlich alles möglich auf dem Generationenspielplatz. Ja, es gibt verschiedene Geräte von der Hoppla-Stiftung. Die haben die Geräte extra entwickelt. Es ist dort der Faden zum Beispiel, wo man auf der einen Seite balancieren kann, auf der anderen Seite auch balancieren kann, aber es bewegt sich und man gleichzeitig das Gerät durch die Stange durchfädeln muss. Oder ein Teller, wo man drei Kugeln in ein Loch versenken muss, wo es um Geschicklichkeit geht, um Geduld, ums Miteinander. Du darfst nicht zu viel bewegen, ich darf mich nicht zu viel bewegen. Also es ist auch eine Abstimmung notwendig und das ist ja auch das Schöne daran. Es ist nicht, man spielt da nicht einsam, sondern zu zweit oder ganz viele. Und du hast mir gesagt, es gäbe hier auch mal Lektionen oder Kurs, also ja. Wird hier angeleitet. Ja, wir dürfen einen Kurs machen vom Hoppla, einen Hoppla-Fit-Kurs. Und jetzt hat es hier die Buchsleiterin, die dann zweimal in der Woche eine Stunde und hier anleitet. Es ist ganz niederschwellig, am Dienstagmorgen, am Donnerstagnachmittag kann man einfach hierher kommen und dann kann man eine Stunde unter Anleitung von diesen kundigen Frauen sich bewegen vom Spielplatz. Und es ist eben gedacht, dass Senioren dann kommen und auch Familien mit kleinen Kindern. Und dass man miteinander tut. Nicht, dass es eine Seniorenlektion gibt, sondern eine Miteinanderlektion auf dem Hoppla-Fit-Spielplatz. Es ist von draußen, eigentlich bei jedem Wetter. Und man muss sich nicht anmelden, das kostet nichts. Man kann einfach vorbeikommen. Also wenn denn? Kann man vorbeikommen? Ich kann jetzt das gerade ablesen. Ja, das ist super. Am besten zeige ich es hier gerne. Ja, man sieht es krass. Es ist jeder willkommen. Man kann auch schauen, man kann mal schauen und zuschauen und dann mitmachen. Sechs ist schön, man kann es wenig gut lesen. Gut, also es ist, Kursdaten sind einmal am Dienstag, muss jetzt gerade schauen wegen der Zeit. Am Dienstag ist es einmal vom 10. bis um 11. Einfach also, wenn Schule ist, während der Ferien nicht. Und am Donnerstag vom 2:30 bis um 3:30. Einfach daher kommen? Einfach daher kommen und dann kann man mitmachen. Egal welches Alter. Und es kostet nichts, man muss sich nicht anmelden, man kann einfach kommen. Wenn man mal 7 Minuten spät ist, kann man auch noch mitmachen. Papa, du könntest das auch so Ballon machen. Ja, ja. Noch ein bisschen üben. Aber du mit deinem Zauberhut, da kriegst du ein, oder? Ja. Ja, zumindest. Das halbe ist schon gemacht.
jetzt in die Nähe. Wir machen noch ein kleines Experiment am Anfang. Das ist ein Bewegungsspielplatz, es ist ein Generationenspielplatz und ich mache jetzt eine kleine Akrobatiknummer, wo der Edi und ich jahrelang studiert haben. Und es ist eine Generationennummer. Also wir machen es mit drei Generationen. Ich wäre jetzt so eher die ältere Generation. Der Edward macht die mittlere Generation und dann haben wir dann noch die Johanna und ich mache dann die ganz kleine Generation. Okay. Legen wir los, Edward, wie wir das schon lang geübt haben. Johanna, du musst keine Angst haben. Wir haben auch Angst. Nein, wir machen das nicht zum ersten Mal. Es wäre das erste Mal, wo sich niemand verletzt. Nein. Okay, wir probieren es. Jetzt muss ich das Mikrofon weggeben. Gib das Mikrofon an Johanna. Okay, die Johanna kann da vorne gehen. Hey, du kannst mir jetzt hier einfach auf die Schulter. Zuerst so. Warte, halt! Nein. Johanna, du schaust noch vorne. Ja, noch vorne schauen. Alles gut. Oh. Wir haben es unter Kontrolle. So. Okay. Hoppa. Musst du die Füße hin? Ja, genau. Du, Markus, der ja. Esel ist unten, gell? Sag's jetzt. Der Esel ist immer unten. Genau. Johanna, du bist noch am Lächeln. Ja, sehr gut. Okay. Ma, gut, Johanna, du tust die Arme rausheben jetzt. Mach's nicht, Strecken. Johanna, mach's nicht. Johanna, freust du dich? Oh. Freust du dich, Johanna? Ja. Hast du Angst? Nein. Wow. Gut. Also, ich hat aber mehr Angst. Okay, jetzt hinter dich da. Jetzt vorne. Jetzt haben wir es wieder. Okay. Die Nummer heißt, Kind fliegt. Ja, oder das Kind fliegt. Schickt Johanna weg. Die erste Reihe muss vielleicht ein bisschen zurück. Das ist einfach, wenn das Kind fortspickt. Okay. Johanna, bist du bereit? Du hebst dich da. Der Edward lehnt sich hinter. Okay. Und los geht's. Wow! Okay. Das ist schon ganz dringend. Bravo Johanna! Bravo Edli! Oh mein Gott! Du, Markus! Ja! Warum schnaufst du so? Die Johanna ist so schwer. Ach so! Aber du, müsstest du jetzt nicht den Markus auf die Schulter raufsitzen? Ich darf es nicht rausbringen. Ach so, okay. Also der Familientreff, der ist gerade bei der Mikro-Club-Schule unten dran. Also sehr zentral da oben. Wir haben eine Spielgruppe, wir bieten Kinderhütte an, spontane Kinderhütte. Bei uns ist die Väterberatung eingemietet, wir haben Elternbildungsvorträge und die Räume kann man auch noch mieten bei uns. Spontan für Partys, für Anlässe, für Weiterbildungen, wie auch immer. Wir werden jetzt, also unser Logo ist ein Punkt und wir werden jetzt mit diesen Punkten, mit Ballon, ein paar Spiele machen, wo man jederzeit auch auf dem Spielplatz machen kann, wenn man mal da ist. Man muss einfach einen kleinen Ballon mitnehmen und schon hat man das Spielzeug dabei. Du, da läuft ja besser als Feuerstein, hä? Was macht der andere Farbe Fisch ja da? Du magst auch mitmachen? Nein. Ich hätte auch noch Ballon. Aber noch kein Noten machen, gell? Hast du es voll im Griff? Ja, ich bin noch nicht aus der Übung. Aber ich gehöre zu der ältesten Generation da. Ja, das heisst gar nichts. Aber es ist ja ein Generationenspielplatz. Was machen ihr jetzt so genau mit den Ballonen? Wir machen jetzt verschiedene Sachen. Wir haben hier einen Parkour aufgestellt, dort ein Ballonenspiel mit dem Baumstamm und dann hier noch so einen Tatzelwurm um die Bank herum. Also wir können den Spielplatz mitbrauchen und Ballon. Und uns. Super. Hey, was geht denn hier ab? Da, wir haben hier Mbasha. Und das nimmt man zum eritreischen Kaffee. Oh, oh. Der wird gerade da hinten gemacht. Von der Netzenet. Du, das sind ganz neue Aspekte. Ich meine, hoppla fit, da musst du nur springen machen, tun, ja, nichts essen, nichts trinken. Wohl. Ein guter Kaffee, den mag sie immer leiden. So, noch ein bisschen essen. Und der super Kaffee hier, ja. Alle, die Luft wieder raus. Noch. Du brauchst denn noch Energie. Lass sie noch mal raus, die Luft. Gut. Okay, jetzt geht's los, hä? Also.
Auch noch mal raus. Wir den aufblasen, egal wie fest ihr den aufblasen. Die Startlinie ist hier bei diesen Kegeln. Jetzt musst du nur zuhören. Du kannst es grösser, du darfst mal ein Stück hinten. Ihr dürft den aufblasen, dann geht es darum. Ihr müsst versuchen, dass der Ballon zu selben Kegel zu der Ziellinie übergeht. Ich lasse ihn los. Dann darf ich den Ballon nehmen, wieder aufblasen. Und wieder versuchen, da vorne zu spicken. Hans-Rudi, was bedeutet das für die Stadt Buchs der Generationenspielplatz? Ja, das ist ein Highlight, jetzt, das wir haben. Das bedeutet, dass Jung und Alt jetzt auf den Spielplatz miteinander kommen. Es ist nicht nur, dass die Eltern oder Großeltern vom Spielplatz auf dem Bänkchen sitzen müssen und zuschauen, was die Kinder machen, sondern sie können jetzt aktiv mitmachen. Und das trägt dazu bei, generationenverbindend etwas zu unternehmen.